ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich bin's Kati und ich bastel heute wieder etwas für Hannah Vogel. Wenn ihr die noch nicht kennt, schaut mal bei Spiel mit mir Kinderspielzeug vorbei. Da gibt es ganz viele Geschichten über Hannah und ihre Familie. Und für Hannah werde ich heute einen richtig schönen, gemütlichen Sessel basteln. Damit kann man schön in der Sonne sitzen. Dafür habe ich Silkley und Hannah mag rosa, deswegen in der Farbe rosa. Erstmal ein bisschen durchkneten. Jetzt forme ich eine Kugel. Die Kugel geht ungefähr so bis zu Hannas Bauch. Und diese Kugel drücke ich einmal so ein bisschen auf den Tisch, damit hier unten so eine Fläche entsteht. Also ruhig ein bisschen so andrücken. Jetzt bringe ich mal Hannah in die Sitzposition. Ja, die Schuhe kann sie auch einmal ausziehen. Arme nach oben. Und ich setze hier mitten einmal rein. Da ist jetzt die Sitzposition. Und hier hinten forme ich das Ganze noch so ein bisschen hoch zu einer Liege, also zu einer Lehne. Nicht Liege, sondern Lehne. Und dann ist auch schon gleich der gemütliche Sessel für Hannah fertig. So ein bisschen wie ein Sitzsack. Auf jeden Fall sieht das super gemütlich aus. Und das Besondere darin ist, damit kann man auch im Wasser spielen. Ich habe hier mal einen Behälter mit Wasser vorbereitet. Eigentlich muss natürlich die Knete erst gut trocknen, aber wir probieren das schon mal aus. Ui, nee, Hannah fällt ins Wasser. Nee, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Badepartie. Hannah fällt immer wieder rein, aber ihr seht, das schwimmt schon auf dem Wasser. Vielleicht ist Hannah noch ein bisschen zu schwer oder wir müssen das noch gut trocknen lassen. Auf jeden Fall macht es viel Spaß, so einen Sessel nachzubasteln. Vielleicht habt ihr Lust, so einen nachzubasteln, gut trocknen lassen und wenn da jemand einfach mal ins Wasser fällt, ist das ja auch nicht schlimm. Eine schöne Erfrischung. Ja. Vielleicht habt ihr Lust, es nachzubasteln. Gerne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben dalassen. Ihr seht, da ist jetzt auch richtig die Sitzposition. Die sitzt dann da fest drin und fällt auch, naja, außer ins Wasser, eigentlich da nicht mehr raus. Wenn ihr das nachbasteln möchtet, schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe ihr zum Beispiel nehmt. Man kann das natürlich auch in mehreren Farben machen oder auch noch verzieren und irgendwas draufkleben. Sonst schaut natürlich unsere vielen anderen Videos, abonniert unseren Kanal, klickt auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button und vielleicht habt ihr auch noch nicht unsere App. Wir haben jetzt ja eine Do-It-Yourself-Inspiration-App, wo ihr von Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub, von Tolle Wolle und vom Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und natürlich auch von Do-It-Yourself-Inspiration immer unsere neuesten Videos sehen könnt und noch viele tolle andere Sachen. Wenn ihr die App noch nicht runtergeladen habt, die gibt es im Play Store und im App Store. Einfach kostenlos runterladen, nennt sich Do-It-Yourself-Inspiration. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da auch mit dabei seid, in unserer App mit uns kommuniziert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und ich habe hier heute die Romy da von Playmobil's Next Topmodel, die Freundin von Raoul, und die hat ein schönes pinkes Kleid an, aber ich finde, das sieht ein bisschen langweilig aus, dieses pinke Kleid. Deswegen werde ich das mit meinen Permanentmarkern ein bisschen gestalten und bemalen. Ihr könnt mit dabei sein, also das sind einfach Permanentmarker, die kann man nicht einfach wieder abwaschen, aber wenn man wirklich richtig dran geht mit Wasser und Seife und ein bisschen drüber reibt, dann kriegt man das schon irgendwie wieder ab. Aber so ein bisschen Wasser dran kommt, passiert erstmal gar nichts. Die habe ich in verschiedenen Farben. Und ja, da werde ich jetzt mal schauen, wie ich das Kleid schön gestalten kann. Als erstes werde ich einmal Romy dieses Kleid ausziehen. Dann kann ich es bestimmt besser auf den Tisch legen und anmalen. Die ist ja zum Glück drunter noch mit einem Badeanzug angezogen. So, so kann die jetzt einfach einmal kurz warten, unsere Romy. Und das Kleid, das lege ich hier auf den Tisch. Zücke mir meine Stifte und mal ein tolles Muster da drauf. Musik.
Als erstes male ich kleine Sternchen. Dafür durchkreuze ich einfach so kleine Linien. Und diese Sterne, die verlaufen hier von oben einmal nach unten. So sieht das Kleid mittlerweile aus. Ich habe hier oben blau, dann ein bisschen schwarz und auf der einen Seite ganz viele Muster, kleine Sternchen, Herzchen und ein paar kleine Linien. Und jetzt hatte ich noch die Idee, ich habe so kleine Perlensticker, also die sind auch so dreidimensional. Und da werde ich noch ein paar mit draufkleben, vielleicht auch gerade so mit in das Muster rein, um das noch ein bisschen abzuheben. Vielleicht hier oben ein paar schöne, vielleicht da sogar eine etwas größere Perle. Und ich hoffe, dass das Kleid dann richtig, richtig toll aussieht. Eine größere Perle dann hier vorne. Und schon ist das Kleid fertig. Ich finde, das wird richtig interessant dadurch. Statt dem schlichten rosanen Kleid hier dann Muster und ein paar schöne Perlen. Ich werde das Kleid jetzt mal Romy anziehen und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Wow, also ich finde das richtig schick. Ihr seht, so einfach kann man ein schlichtes Kleid umgestalten mit ein paar Stiften, mit ein paar Stickern. Wie findet ihr das Kleid? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Ich habe auch letztens schon ein Video gedreht, wie man eine Playmobil-Figur so umgestalten kann, dass sie schwanger aussieht. Also da gerne auch nochmal reinschauen. Gerne etwas unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da, klickt auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, um kein Video von uns zu verpassen. Und schaut natürlich gerne auf unserer kostenlosen App vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich habe heute hier Romy und Raoul. Ich habe euch ja letztens schon gezeigt, wie ich ein schönes Kleid für Romy gestaltet habe. Aber vielleicht haben es einige mitbekommen. Die beiden stammen ja aus unseren Playmobil-Geschichten bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Und das ist ein Pärchen, die haben beide geheiratet vor kurzem und die Romy ist schwanger. Und deswegen werde ich heute in diesem Video Romy eine neue Figur verpassen, also einen dickeren Bauch verpassen. Und die ist ja Model. Vielleicht, wenn ihr die Geschichte von Romy und Raoul noch nicht kennt, müsst ihr auf jeden Fall mal bei Spiel mit mir Kinderspielzeug vorbeischauen. Auf jeden Fall ist die Model und sehr modebewusst. Und deswegen werde ich ihr dann noch ein schönes passendes Outfit zu dem Bauch gestalten. Ja, dieses Kleid kann sie jetzt nicht mehr tragen. Das passt ihr jetzt bald nicht mehr. Und sie trägt ja hier unten drunter so einen weiß-rosafarbenen Body. Und deswegen habe ich jetzt auch passend dazu weiß, Sick Clay in weiß, in rosa und in lila, weil sie hat ja lilafarbene Schuhe und vielleicht können wir da ja ein tolles Outfit mitgestalten für sie. Und der Raoul, der kann dabei sein, der kann seine Freundin oder seine Frau mittlerweile ein bisschen beraten, was sie so anziehen kann. Deswegen, der steht auch hier noch und dann kann es auch schon losgehen. Ich starte mal mit weiß und da habe ich mir schon so ein kleines Stückchen abgerissen und das forme ich jetzt erstes mal zu einer Kugel. Sieht jetzt erstmal ganz schön groß aus, aber wenn ich das hier so an den Körper randrücke, dann passt das schon fast. Noch ein bisschen formen. Und ich muss das natürlich
so die Arme einmal hoch. Und das muss natürlich noch so ein bisschen befestigt werden. Nur so mit der Knete hält das nicht. Deswegen klebe ich das jetzt hier nach hinten und mache bis hinten Silk Clay. Und da werde ich auch noch ein bisschen mehr benötigen. Also einmal um den Körper rum, damit es dann auch schön fest ist. Und ich glaube, das sieht besser aus, wenn ich das direkt noch bis hier oben über dem Busen mit Formclay gestalte. Sonst ist das so eine komische Abgrenzung. Ja, Romy, die wird jetzt nicht mehr ganz so schlank sein wie als Model. Aber vielleicht nach der Schwangerschaft dann wieder. Und die soll natürlich nicht nur mit einem Oberteil bekleidet sein, sondern wir müssen jetzt noch einen schönen Rock dazu gestalten. Ich glaube, der Bauch ist ein bisschen runtergerutscht. Also der muss wieder noch ein bisschen hoch und ein bisschen angedrückt werden hier. So, ich glaube, das passt schon ganz gut. Aber ein Rock fehlt noch. Und ich finde, mit den lilanen Schuhen und diesem weißen Oberteil passt auch richtig schön noch ein lilafarbener Rock. Und vielleicht kann ich ja auf das Oberteil hinterher auch noch was draufmalen in der passenden Farbe. Und die Romy hat ja diese wunderschönen lilafarbenen Augen auch. So, für den Rock nehme ich mir einfach auch wieder ein bisschen Knete, also Silk Clay. Und roll das Ganze ein bisschen über den Tisch. So, das drücke ich einmal platt. Und ich raff das Ganze jetzt hier oben so ein bisschen zusammen. Versuche das hier ein bisschen unter den Bauch zu schieben. Es geht natürlich normalerweise nicht, aber hier bei unserer schwangeren Romy funktioniert das schon. Und ich führe das einmal nach hinten. Das ist jetzt ein ziemlich langer Rock, den kann ich gleich noch ein bisschen kürzen. Aber erstmal schön andrücken, damit er sich an das Oberteil anpasst. Obwohl auch dieser lange Rock ganz schön aussieht, finde ich. Hinten dann vielleicht auch noch ein bisschen anpassen. Man kann den auch noch ein bisschen so nach außen ziehen, dann ist das ein etwas abstehender Rock. Ich finde, das sieht auch ganz schön aus mit dem langen Rock, aber ich werde den jetzt bei Romy noch ein bisschen kürzen. Dafür schneide ich einfach mit der Schere vorsichtig hier unten um den Rock rum. Genau auf die Länge, wie ich den gerne haben möchte. Das kann dann zurück in meine Knetedose und der Rock von Romy ist dann fertig. So sieht die liebe Romy jetzt aus. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus, aber ich habe ja eben gesagt, sie ist sehr modebewusst und ich glaube, wir werden das Ganze noch ein bisschen unterschiedlich, also ein bisschen gestalten, mit ein bisschen Glitzer vielleicht oder mit Stiften. So, ich habe mal geschaut und ich habe hier wieder die kleinen Steinchen, die ich auch, oder diese Perlen, die ich auch für das Kleid benutzt habe von Romy. Da hatte ich ja auch diese Perlen draufgeklebt und ich finde, die passen einfach total gut zu dem Outfit. Und dann habe ich einen lilafarbenen Stift, damit kann ich noch ein paar schöne kleine Details draufmalen. Zum Beispiel hier oben so ein bisschen am Kragen, das ganze lila anmalen. So, ich habe jetzt unten und oben jeweils einen lilanen Streifen gemalt. Hier der unten ist noch ein bisschen schmal. Da werde ich nochmal dran lang malen. Und ich habe hier an der Seite schon so kleine Herzchen drauf gemalt. Ich glaube, hier an der Rückseite male ich dann auch noch ein paar kleine Herzchen. Und vielleicht hier an dem Rock unten so kleine Punkte. So,
rundherum einmal Punkte. Und jetzt fehlt natürlich noch ein schöner kleiner Perlensticker hier am Oberteil. Das Praktische bei diesem Outfit ist, solange Romy schwanger ist, kann sie das so tragen und danach kann man einfach Silk Clay ganz einfach abnehmen, also einfach mit der Schere abschneiden und die Figur ist überhaupt nicht beschädigt. Also das ist der Vorteil, wenn man einfach mal mit Silk Clay ein neues Outfit gestalten möchte für eine Playmobil-Figur. Das kann man hinterher ganz einfach wieder abnehmen. Die Figur ist nicht beschmutzt oder verändert, sondern ja, einfach nur umgezogen. Und ich denke mal, so ist Romy jetzt fertig. Ich finde, das sieht total cool aus. Also mir gefällt es richtig gut. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, Raoul gefällt das auch ganz gut. Es passt auch super gut zu seinem Outfit. Er hat ja eine weiße Hose und ein lilanes Oberteil und sie jetzt einen lilanen Rock und ein weißes Oberteil. Ein sehr schönes Paar, wie ich finde. Was sagt ihr dazu? Gerne alles unten reinschreiben, gerne einen Daumen nach oben dalassen und schaut auf jeden Fall mal bei Spiel mit mir Kinderspielzeug bei den Playmobil-Geschichten vorbei, wenn ihr die noch nicht kennt. Ja, bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne auch unseren Kanal. Tschüss! Ich habe heute die Romy hier und wie ihr wisst, ist die schwanger. Die erwartet bald ein Kind. Wir wissen noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber sie braucht auf jeden Fall einen Kinderwagen. Und den werden wir heute hier zusammen basteln. Dafür habe ich schon einige Sachen zusammengesucht. Die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe einmal so Textilklebeband mit kleinen Herzen drauf. Dann habe ich auch noch so zum Dekorieren so kleine Glitzerstreifen. Also das ist so ein Glitzerband und hinter ist dann auch Klebstoff. Also die kann man ganz einfach aufkleben. Einfach zum Verzieren. Dann habe ich ein bisschen weichen Stoff. Also so ein flauschiges Plüschstoffstückchen. Ich habe so eine kleine Schachtel hier und das wird auch hinter der Kinderwagen. Ich dachte, das passt von der Größe so ganz schön. Also es wird ein etwas großer Kinderwagen, aber das werde ich als Kinderwagen benutzen, also die Schachtel ohne Deckel. Das ist einfach eine kleine Holzschachtel und die hatte ich auch schon mal hier auf dem Kanal dekoriert und beklebt. Aber die kann man auch ganz einfach in so Bastelgeschäften kaufen. Also das sind so kleine Boxen, die gibt es auch in verschiedenen Größen und Formen, die man normalerweise bemalen kann oder bekleben kann. Und die werde ich jetzt heute benutzen, um daraus den kleinen, ich wollte schon Einkaufswagen sagen, natürlich Kinderwagen basteln. Dann habe ich hier einen Stiel, das ist wie so ein Lutscherstiel oder so ein Cake-Pop-Stiel. Den werde ich benutzen. Ich habe hier eine Schere. Dann habe ich Bügelperlen und das sind nicht normale Bügelperlen, sondern XXL-Bügelperlen. Riesengroße Bügelperlen. Da kann man natürlich auch was anderes benutzen. Das werden die Räder von dem Kinderwagen. Wenn ihr da irgendwas anderes habt, was man dann eben ganz gut hier auf unsere Achse draufschieben kann, womit der Kinderwagen dann rollen kann. Vielleicht andere Perlen oder vielleicht habt ihr auch noch eine andere gute Idee. Dann habe ich noch Pappe, die ist auch mit kleinen Herzen und ich hoffe, das ist alles, was ich brauche und dann lege ich jetzt auch schon los. Ich habe es ja schon gesagt, meine kleine Holzbox wird der Kinderwagen. Ich finde es auch ganz schön, dass das so oval ist und da lege ich als erstes mal meinen weichen Stoff rein und teste mal, ob das so passt, ob der groß genug ist, damit eben für das kleine Kind, was dann dahinter reinkommt, wenn Romy ihr Kind bekommen hat, das schön weich und gemütlich ist. Dann kann man natürlich noch eine kleine Decke zusätzlich, aber erstmal so ein gemütlicher, weicher Untergrund. Dann kann man das Ganze noch verzieren, aber das mache ich, glaube ich, erst gleich. Ich werde jetzt erstmal versuchen, die Räder drunter zu kleben. Ja, dafür schneide ich mir als erstes von dem Eisstiel ein Stückchen ab. Und das muss, am besten hole ich da direkt eine Bügelperle dazu. So, ich nehme blaue Bügelperlen. Ich werde hier so ein bisschen blau und rosa kombinieren. Wir wissen ja noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. So, ich werde die hier drauf. So, die müssen auf jeden Fall. Also der Eisstiel muss so sein, dass hier rechts und links noch die Perlen drauf passen. Und wenn ich jetzt so schaue, ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich den einfach in der Mitte halbiere.
Das hängt natürlich von eurer Box ab. Ich kann euch da jetzt keine Zentimeterangabe machen, weil es hängt davon ab, welche Box ihr benutzt als Kinderwagen. Man kann da natürlich auch eine kleine Pappbox benutzen. Wenn ihr vielleicht irgendeine Verpackung habt von Pralinen oder von Süßigkeiten, dann könnt ihr die auch gut nehmen und dann einfach abmessen, wie es so von der Breite passt, dass eben dann auch noch die passenden Perlen drauf passen. So, ich werde das jetzt in der Mitte hier halbieren. Ich schneide das ein bisschen mit der Schere an. Dann kann man das einfach auseinanderbrechen. So, ist auch genau gleich lang. Perfekt. Und das wird die Achse. Und die klebe ich mit Textiltape an. Einmal umdrehen. Eine Achse kommt natürlich vorne hin und eine hinten. Der Kinderwagen wird auch ganz schön breit. Aber egal. Ich glaube, wenn Romy damit dann in Playmobil City rumläuft, ist es ganz schön schwierig, den zu schieben. Aber ich probiere das einfach mal aus. Man kann den natürlich auch noch in etwas kleiner basteln. Vielleicht passt das ja auch alles so. Wir schauen einfach mal. So, die Achse auf jeden Fall erstmal, also die beiden Achsen gut ankleben. Natürlich genau mittig. Ich glaube, noch kann ich die so ein bisschen hin und her schieben. Aber dann auch gut andrücken. Und die Reste von dem Tape schneide ich jetzt einfach hier ab. Andrücken. So, hier können jetzt unsere Räder drauf. Und der lässt sich schon sehr gut schieben. Aber damit die Räder nicht runterfallen, hier an den Rändern, da nehme ich einfach nochmal wieder ein bisschen Textiltape. Und wickel das hier außen ein bisschen drum, damit das dann hier nicht abfallen kann. So, dass die Perle sich da eben nicht lösen kann. So, jetzt brauche ich noch so ein kleines Dach, damit wir so einen kleinen Sonnenschutz machen können. Dafür habe ich ja hier die Pappe, die liegt ja hier schon die ganze Zeit. Da werde ich mir jetzt hier so einen kleinen Halbkreis ausschneiden. So, ich habe also hier so ein bisschen so einen Halbkreis, hier etwas länger und hier an den Seiten schneide ich das Ganze jetzt einfach einmal ein. Dann kann man das jetzt hier so reinlegen und so also hier so einknicken dann. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Nochmal wieder rausholen. Und da brauche ich auch nochmal unser Textiltape. Man kann dann natürlich auch Washi-Tape oder Tesafilm oder so benutzen. Und ich klebe das Ganze dann einmal von innen an, damit das dann auch so hält.
Man kann das Ganze einfach so reinstecken. Dann kann man nämlich, wenn man möchte, das auch wieder rausnehmen, wenn man mal eben keinen Sonnenschutz braucht. Also so. Und es hält jetzt eigentlich ganz gut. So, jetzt bin ich auch schon fast fertig. Aber Romy, die kann das noch überhaupt nicht schieben. Die kann ja gar nicht hier einfach hier schieben oder so, sondern wir brauchen noch was, wo Romy das Ganze dran festhalten kann. Und dafür habe ich jetzt nochmal so einen Stiel, so einen Cake-Pop-Stiel, weil die können, die sind genau perfekt, um die zu greifen für Playmobil-Figuren. Und da werde ich jetzt noch für Romy hier so kleine Halterungen dran befestigen, dass sie das dann auch wirklich schieben kann. Also wenn das hier so an der Seite ist. So. Ja. Genau. Und die kann ich dann einfach hier seitlich auch nochmal ankleben. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So kann Romy den Kinderwagen jetzt schieben. Der sieht natürlich ziemlich groß aus, der Kinderwagen. Ich glaube, da passen gleich mehrere Kinder rein. Und ich hatte ja eben noch hier diese Glitzerstreifen. Damit werde ich das Ganze noch ein bisschen verzieren. Ich hatte ja eben gesagt, wir wissen noch nicht, ob Junge oder Mädchen, aber ich muss gerade sagen, also mit diesen ganzen rosa Herzchen und Glitzer, ich glaube, das wird einem Mädchen besser gefallen. Obwohl Raoul, der mag ja auch total gerne sowas lilafarbenes und auch Glitzer findet Raoul, glaube ich, ganz gut. Vielleicht wäre das auch für Junge oder Mädchen geeignet. Auf jeden Fall ist unser Kinderwagen jetzt fertig. Den kann man rollen. Und da passen mindestens ein Kind passt da rein. Vielleicht bekommen die beiden ja auch Zwillinge. Das wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht klebe ich hier noch so eine kleine Verzierung mit dran. Hier oben an den Sonnenschutz. Ja, fertig ist der Kinderwagen. Was haltet ihr davon? Vielleicht habt ihr Lust, so einen nachzubasteln. Der wird wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, eurer. Je nachdem, welche Schachtel ihr so dafür findet. Ich finde, diese ovale Schachtel eignet sich wirklich hervorragend dafür. Und ich finde, der ist auch echt cool geworden, der Kinderwagen. Ein bisschen ungewöhnlich mit den Rädern. Vielleicht hätte ich da noch ein paar andere Räder nehmen sollen. Aber naja, dadurch ist der einfach ein bisschen breiter und rollen kann man ihn trotzdem. Auf jeden Fall super geeignet zum Spielen. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben dalassen. Schaut uns auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal, klickt auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button und wenn ihr unsere App noch nicht runtergeladen habt, gerne auch mal bei Do-It-Yourself-Inspiration auf unserer App vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich habe hier heute Julian Vogel und Hanna Vogel. Die beiden lieben es ja, in einen Pool zu gehen. Die haben ja auch zu Hause in der Luxusvilla, also in der Playmobil-Luxusvilla, auch einen Pool im Garten. Aber viele haben ja auch keinen Pool. Deswegen zeigen euch heute Hanna und Julian, wie man einen Pool aus Sickley ganz einfach selber machen kann. Also eigentlich zeigen es euch nicht Julian und Hanna, sondern ich werde euch das zeigen. Aber Julian und Hanna sind mit dabei und die werden den Pool gleich auch testen. Ich habe hier Sickley in verschiedenen Farben. Ist aber nicht nötig, dass man verschiedene Farben hat. Ich habe nur verschiedene Farben, weil man ein bisschen mehr Sickley braucht, damit da wirklich auch in den Pool, also in das Planschbecken, wirklich hinter mindestens zwei Playmobil-Figuren reinpassen. Das hier sind diese 14 Gramm Dosen von Sickley und da haben wir auch schon mal ein bisschen was von verwendet. Also da ist nicht mehr wirklich 14 Gramm drin, aber jeweils noch so eine Portion. Und hier habe ich auch ein bisschen Formclay. Ich dachte, das passt einfach farblich gut dazu, deswegen habe ich das auch noch mit dazu genommen. So, und ich fange mal mit einer Farbe an. Und die soll der Boden werden eigentlich von dem Pool. Dafür drücke ich das Ganze einfach platt auf dem Tisch. Man kann auch so einen Deckel mit dazu nehmen und das damit ein bisschen platt drücken. Oder so an den Deckel dran drücken. Dann kriegt man auch so ein bisschen die runde Form von dem Pool schon hin. Es wird hier ein rundes, eigentlich aufblasbares Planschbecken. So. Ich glaube, die Größe könnte passen. Da können dann Julian und Hanna gut drin sitzen. Oh, Hanna hat schon ihre Badelatschen verloren. Und ich glaube, da wird sogar Emma noch mit reinpassen. Ihr formt euch also als erstes so einen
Kreis, wie ich das gemacht habe. Legt euch den auf den Tisch. Und das ist auch kein Problem, wenn der nicht ganz genau kugelrund ist, sondern der kann auch ein bisschen eierförmig sein. Dann ist es eben ein eierförmiger Pool. So, dann als nächstes nehme ich mir die nächste Farbe, knete das Ganze erstmal ein bisschen durch und roll das dann zwischen den Händen hin und her. Wenn daraus dann so eine lange Wurst hier entstanden ist, dann lege ich diese Wurst einmal hier rundherum und drücke die auch ein bisschen an. Und hier den Rest kann man abreißen oder ich werde den jetzt einfach mal abschneiden, damit es schön ordentlich ist. Und hier knete ich das dann so ein bisschen zusammen. Jetzt, wie ihr seht, drücke ich das Ganze so ein bisschen noch zusammen. So. Gerade hier an dem Übergang nochmal. Gut, dann kommt die nächste Farbe. Man kann natürlich jetzt auch nochmal die gleiche Farbe nehmen, aber ich werde jetzt noch eine Farbe benutzen und daraus forme ich auch als erstes wieder eine lange Schlange. Und die sollte genauso dick sein wie die andere Schlange. Wenn die Schlange fertig ist, dann lege ich die hier jetzt oben drauf und ich mache jetzt extra, hier war ja dieser Übergang, den Übergang mache ich direkt extra an einer anderen Stelle. Und auch hier den Übergang wieder gut zusammenkneten, das Ganze wieder so ein bisschen platt drücken. Und jetzt müssen wir von der Seite schauen, dass da keine Löcher mehr drin sind. Diese Löcher müssen wir dann noch gut schließen, also einfach noch ein bisschen zusammendrücken. Damit unser Pool dann auch wirklich hinterher dicht ist. Ja, ich glaube, das passt alles. Auch hier unten noch mal gucken, dass es dann wirklich hier alles schön dicht ist. Hier ist zum Beispiel noch ein Loch, das muss ich noch schließen. Und jetzt lasse ich das erstmal gut trocknen und dann ist mein Planschbecken für Julian und Hannah auch schon fertig. Hanna und Julian sitzen schon im Planschbecken drin, mit Klamotten. Normalerweise sollte man ja nicht mit Klamotten baden, aber wir machen heute mal eine Ausnahme. Ich werde jetzt mal Wasser reinschütten in unser Planschbecken und wir schauen mal, ob das dicht ist oder ob da noch irgendwo eine Lücke ist, wo dann Wasser rausläuft. So, eine Portion Wasser für die beiden, für Julian und für Hanna. Und es ist noch nichts rausgelaufen, das scheint dicht zu sein. Und hier können jetzt die beiden süßen, kleinen, schönen drin planschen. Die braven kleinen Kinder. Ich finde, das sieht super cool aus, das Planschbecken. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ihr habt gesehen, wie einfach man das nachbasteln kann. Noch ein kleiner Tipp. Silk Clay und Form Clay weicht auch mit der Zeit ein bisschen auf. Also wenn man da zu lange das Wasser drin lässt, könnte das ein bisschen weich werden. Dann also irgendwann lieber das Wasser rausnehmen und wieder gut trocknen lassen. Das habe ich eben ja noch hier Form Clay gehabt in dieser gleichen Farbe mit Glitzer sogar. Habe ich jetzt gar nicht mehr verwendet. Könnte man aber natürlich noch irgendwo mit draufsetzen. Als kleine Details vielleicht kleine Kügelchen noch mit drauf. Oder vielleicht irgendwie eine Schrift mit draufsetzen, also da habt ihr viele Möglichkeiten. Ich werde das Planschbecken jetzt aber einfach so lassen. Ich finde es super cool. Was sagt ihr dazu? Gerne alles unten in die Kommentare. Gerne nachbasteln. Und wenn ihr das nachbastelt, könnt ihr natürlich auch in unserer App Do It Yourself Inspiration mal ein Foto posten. Also da wäre ich gespannt. Gerne ein Foto posten, gerne kostenlos die App runterladen. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da, klickt auch auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich habe hier heute Emma, Hanna und den Julian. Und die drei, die lieben Süßigkeiten, genau wie ich. Und deswegen werde ich heute für die drei Süßigkeiten selber machen. Aus Silk Clay. Und ich habe hier auch Form Clay. Form Clay, das ist ja dieser Wolkenschleim, also mit kleinen Kügelchen drin. Und Silk Clay ist einfach richtig seidige, weiche Knete.
Daraus werde ich Süßigkeiten formen, die kann man natürlich nicht essen, aber schön damit spielen. Drei unterschiedliche Sachen und wir beginnen mit einem sehr, sehr leckeren Keks. Meine Lieblingskekse sind Oreo-Kekse und ich glaube, Hanna und Julian und Emma mögen die auch sehr gerne. Deswegen habe ich hier einmal schwarzes Silk Clay, schwarz Form Clay und in weiß Silk Clay. Und ich habe jetzt einfach erstmal so eine relativ große Fläche damit ausgerollt. Dazwischen kommt jetzt einmal das Weiße und da klappe ich das jetzt so drauf. Und von der Seite sieht das schon sehr gut aus, aber das hat noch nicht die richtige Form. Dafür brauche ich jetzt meine Schere. So, eine Schere. Und damit schneide ich das jetzt einfach rund in die richtige Form. Hier noch ein bisschen auseinander wieder machen, damit man auch sieht, dass da weiße Füllung dazwischen ist. Das Ganze noch ein bisschen in Form bringen. Und ich finde, das sieht schon ziemlich lecker aus. Und hier kommt die Füllung schon so ein bisschen an der Seite raus. Mal schauen, ob Hanna das festhalten kann. Ja, genau, passt. Also das solltet ihr mal testen, ob das auch in die Hand hier reinpasst. Und dann heißt es jetzt nur noch trocknen lassen. Und dann haben wir auch schon unseren ersten Keks fertig. Jeder bekommt heute hier seine eigene Süßigkeit. Und Julian, der bekommt einen Donut. Und der ist auch wirklich nicht schwer herzustellen. Ich habe dafür rosafarbene Knete. Und ihr braucht dafür noch einen spitzen Bleistift. Das ist ein bisschen zu viel. Man sieht schon, der Donut muss ja hinterher so die Größe haben, dass er Julian ihn gut essen kann. Deswegen nehme ich mir erstmal so ein bisschen Knete wieder weg, bis ich so eine kleinere Kugel habe. Also die sollte auf jeden Fall kleiner als Julians Kopf sein. Die drücke ich jetzt so ein bisschen leicht zusammen und steche da einmal mit meinem Bleistift in der Mitte rein. Drehe das Ganze jetzt so ein bisschen hier rum. Dann ziehe ich den Bleistift raus und stecke den nochmal von der anderen Seite rein. Schön alles einmal so ein bisschen rumformen. Und das sieht doch schon aus wie ein Donut. Natürlich fehlen bei so einem Donut noch ein paar kleine leckere Streusel obendrauf oder ein bisschen Zuckerglasur. Deswegen lege ich den hier erstmal hin und suche mir nochmal ein bisschen andersfarbige Knete. Und hier oben kommen ein paar kleine Streusel drauf. Einfach klitzekleine Kügelchen, die ich dann hier oben drauf drücke. Da kann man natürlich auch dann bunte Farben nehmen, damit der Donut dann wirklich so ganz bunt aussieht. Aber ich finde, der sieht auch schon richtig lecker aus. Nochmal ein bisschen platt drücken, damit der dann auch hier in Julians Hand reinpasst. Den Test mache ich nämlich jetzt auch. So, passt in die Hand rein. Wenn wir das Ganze jetzt so trocknen lassen, dann kann Julian den auch gut an der Stelle halten. Man kann das ja auch in den Händen von den Figuren trocknen lassen. Dann kann man es hinterher abnehmen und dann ist da genau so eine kleine Einkerbung, wo dann immer wieder die Hand gut dran gesteckt werden kann. Jetzt fehlt noch eine Süßigkeit für unsere Emma. Und Emma bekommt eine Süßigkeitenkette. Also so eine Perlenkette eigentlich aus Süßigkeiten. Dafür nehme ich zwei verschiedene Farben und drehe diesen ein bisschen ein. Und rolle das Ganze auch über den Tisch, damit das dann ein bisschen schmaler und dünner noch wird. Das ist, glaube ich, eine ganz schön lange Süßigkeitenkette für die Emma. Die hat ja nur einen ganz kleinen Hals. Also es reicht wirklich, wenn man so ein kleines Streifchen dann hat und das Ganze dann auch noch mal ein bisschen eindreht. Emma ist einmal runtergefallen, inklusive ihrer Süßigkeitenkette. Emma rumlegen und zusammen formen. Damit es noch ein bisschen mehr aussieht wie so kleine Perlen, kann man natürlich auch noch hier überall einmal so einen kleinen Knick reinmachen.
Also so eine Kette würde ich auch gerne essen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Süßigkeit ihr am besten findet. Die Süßigkeiten-Perlenkette, vielleicht aus Süßigkeiten, aus Zuckerperlen oder aus Traubenzucker. Den Oreo-Keks mit einer leckeren Milchcreme-Füllung dazwischen. Oder den leckeren rosanen Donut mit kleinen weißen Streuseln obendrauf. Was gefällt euch am besten? Welche Süßigkeit würdet ihr gerne essen? Gerne alles unten reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und man kann natürlich noch jede Menge andere Sachen mit Zilclay und Formclay formen für eure Playmobil-Figuren. Vielleicht fällt euch noch was richtig Gutes ein, was ihr auch vielleicht schon mal ausprobiert habt. Dann schreibt das auch gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr noch Wünsche habt, was ich sonst noch so formen oder basteln soll für unsere Figuren, dann alles einfach unten reinschreiben. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss! Ich zeige euch heute, wie man so eine lustige kleine Trage selber machen kann. Da kann Julian zum Beispiel seine Schwester Emma Vogel drin rumtragen. Eine Trage für den Rücken, ganz einfach aus einem Faden und aus Washi-Tape. Julian trägt das Ganze wie einen Rucksack auf dem Rücken und vorne wird es noch ein bisschen gesichert mit einem Knoten. Emma hat jetzt hier die Möglichkeit, einfach drin zu stehen. Gepolstert ist das Ganze durch Washi-Tape. Sie hat auch ihre Arme frei und die beiden können sich auch problemlos unterhalten, indem Emma einfach ihren Kopf ein bisschen rüberdreht und Julian auch. Und dann ist sie ja eigentlich direkt da an Julians Ohr. Sie steht da auch ganz bequem auf so einem Knoten hier unten. Und ich glaube, den beiden gefällt das echt gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Julian irgendwann ein bisschen müde und träge wird, wenn er die ganze Zeit die Emma tragen muss. Aber ganz einfach kann man das nachmachen. Das zeige ich euch jetzt. Euer Faden sollte 33 cm lang sein. Und der erste Washi-Tape-Streifen, den habe ich schon mal abgeschnitten, der sollte 14 cm lang sein. Aber ihr braucht gleich noch mehr Washi-Tape. Wir fangen auch mit dem Washi-Tape-Streifen an. 14 cm lang ist der ja. Und ungefähr in der Mitte, aber nicht ganz in der Mitte, knicke ich das Ganze einmal. Und klebe die beiden Seiten so aufeinander. Ich habe extra gesagt, nicht ganz in der Mitte. Es sollte noch so ein kleiner Streifen überstehen, damit wir das Ganze jetzt so rumknicken können und hier draufkleben. So. Jetzt brauchen wir schon unseren Faden. Und den knoten wir einmal fest an unserem Washi-Tape. Also genau mittig. Einen Knoten. Und jetzt führen wir die Bänder einmal hier so durch, von der einen Seite auf die andere. Also das Band kommt hier rüber und dieses Band kommt hier rüber. So. Und durchziehen. So sieht es jetzt also aus. Wir haben den Knoten und das eine Band läuft hier so und das andere Band läuft so. Jetzt brauchen wir noch mehr Washi-Tape. Noch einen Streifen. Ungefähr so 2-3 cm lang. Und den kleben wir jetzt einmal hier so drauf. Und knicken den hier hinter. Also hier unten kommen jetzt die Bänder raus. Und hier oben ist der Knoten. So, jetzt ist auch schon fast die Tasche fertig. Jetzt kommt unser Julian. So. Der setzt das jetzt einfach mal einmal auf. Dafür ziehe ich jetzt einfach an beiden Seiten an den Bändern. Und hier vorne kann man das jetzt verknoten, aber erstmal muss da hinten ja Emma rein. Also ziehen wir es doch noch mal ein bisschen größer, dass da so eine kleine Lücke ist. Da kommt die Emma dann rein. Die kann dann da unten auf dem Knoten stehen. Und ja, die kann auch ihre Arme hier unten drunter hermachen oder oben drüber, je nachdem. Und wir führen die Bänder einmal nach vorne und knoten das Ganze gut vorne fest.
mit einem Doppelknoten. Und dann kann die Wanderung losgehen. Vielleicht habt ihr Lust, sowas nachzubasteln. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr Lust habt, so eine lustige Tragetasche selber zu machen. Und sonst natürlich auch, vielleicht in welcher Farbe ihr das macht oder ob ihr noch andere Wünsche habt, was wir so für Playmobil basteln sollen. Gerne alles unten reinschreiben. Vergesst natürlich auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Schaut unsere anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich habe hier heute mal wieder die Hanna Vogel und die hat einen Wunsch. Die wünscht sich nämlich eine Unicorn-Luftmatratze, so eine Einhorn-Luftmatratze oder Einhorn-Schwimmring, wie den jetzt viele haben. Also ich habe den schon an jeder Ecke gesehen und Hanna möchte auch so einen haben. Für mich gar kein Problem, ich werde ihr einfach einen basteln. Dafür habe ich heute wieder Silk Clay. Und zwar in Weiß und auch noch in ein paar anderen Farben. Damit das Ganze besonders lustig aussieht, habe ich noch so kleine Wackelaugen. Die werde ich da auch noch mit dran setzen. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe hier eine große Portion Silk Clay. Und die forme ich jetzt erstes mal als Kugel. Also ich habe die gerade noch ein bisschen, noch ein Stückchen abgerissen. Das war ein bisschen zu groß. Und jetzt habe ich hier so eine Kugel. Ihr seht ungefähr, wenn Hanna so daneben ist, geht ihr bis über den Bauch. Und diese Kugel drücke ich jetzt ein bisschen platt. Und jetzt piekse ich hier in die Mitte. Und steckt auch einen Finger rein. Ich glaube, da passt Hanna ganz gut rein. Einmal testen. So haben wir auf jeden Fall schon mal den Schwimmring, aber es darf natürlich jetzt nicht das Einhorn daran fehlen. Dafür habe ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Silk Clay, auch in Weiß. Und da habe ich auch erstmal eine Kugel rausgeformt. Und diese Kugel forme ich jetzt ein bisschen in ein Einhorn. Also ich habe das jetzt ein bisschen schmal gedrückt, ein bisschen länglich. Das ist hier so die Nase. Uns fehlen natürlich die Ohren. Ich glaube, man kann es schon so ganz grob erkennen, aber es fehlt natürlich die Mähne und es fehlt ganz wichtig das Einhorn. Ich werde jetzt erstmal gerade die Mähne formen. Henne. Dafür habe ich rosa und das rolle ich zwischen den Händen hin und her, bis es so eine lange, dünne Schlange wird. Und da reiße ich mir jetzt immer ein Stückchen ab und setze das hier so dran als Mähne. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen mehr. Hanna ist schon umgefallen. Vor Freude. Man kann die Mähne natürlich auch in verschiedenen Farben machen, also dass sie so ein bisschen bunter noch wird, vielleicht wie ein Regenbogen. Aber ich finde auch in Rosa sieht es echt süß aus. Jetzt nehme ich nochmal sowas und ich brauche nämlich noch einen Schweif. Das klebe ich einfach hier hinten noch dran. Einfach mehrere dünne Streifen hier so dran kleben. Und ich glaube, dann erkennt man schon, dass es ein Pferdeschwanz sein soll. So, natürlich ganz, ganz wichtig, was es wäre ein Einhorn ohne Horn. Und das werde ich in diesem tollen Grau-Silber hier formen.
So, ein Einhorn ist ja immer ein bisschen gezwirbelt. Deswegen drehe ich das Ganze noch ein bisschen. Und klebe das dann hier vorne an. Kann man natürlich noch ein bisschen so mit den Haaren den Ansatz verstecken. Und man kann natürlich auch noch hier so ein bisschen drauf, so Streifen drauf machen, damit das Ganze so ein bisschen gedreht aussieht. So, und jetzt fehlen noch die Augen. Und Hannas Einhorn-Schwimmreifen ist fertig. Ich finde, der ist richtig niedlich geworden. Man kann natürlich auch mehrere davon formen in verschiedenen Farben. Es muss auch kein Einhorn werden. Ihr könnt euch auch irgendein anderes Tier ausdenken. Ich finde es auf jeden Fall super cool. Was sagt ihr dazu? Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut uns gerne auch unsere anderen Videos, die anderen Playmobil-Videos oder unsere vielen anderen Bastel-Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Tschüss!